Herzlich willkommen zu einer Firma, nicht zu einem Spaß. Wenn Firmen online, beziehungsweise damals gab es das Wort online noch nicht, 1976, da hieß das analoges, digitales Wandeln. Und heute im Jahre 2019, wo die EU versucht, alle Modelle von Online-Firmen zu torpedieren mit Upload-Filtern, mit Gesetzen, Artikel 6, Artikel 13, 9a, 11, also das Kompendium des neuen Datenschutzes. Wichtig ist, dass jegliche Daten, egal was, auch eine Verfremdung etwas von etwas, irgendwas haben wir jetzt hier, okay, die Entfremdung eines Löffels, nachgebaut in einer anderen Farbe als Kunstrichtung, das ist jetzt ein Kunstlöffel. Und dieser Kunstlöffel, der wird jetzt irgendwie ganz anders gestaltet, auch eine andere Farbe. Somit ist dieser Löffel hier, dieser Kunstlöffel, dieser hier, absolut urheberrechtlich geschützt. Aber in der Definition des Löffels, verändert, anders gemacht, ist auch der Löffel urheberrechtlich geschützt. Da gibt es extra Paragraphen für, die werde ich jetzt nicht hochfahren, aber die könnt ihr nachlesen. So, worum geht es denn hier? Es geht hier um World Wide Web, der Foundation, Hacktash for the Web. So, Sir Tim Berners-Lee hat gestern am 12. gefeiert, 30 Jahre World Wide Web. Ohne seine Idee, ohne sein HTLM, ohne sein HTTP etc. und pp. Ohne seine Erfindung des sogenannten Datenflusses, wo geht wo was hin, könnten wir das alle gar nicht, was wir jetzt hier machen. Das ist so. So, im Moment will die EU halt dieses sogenannte World Wide Web demokratisch in die Tonne kloppen mit Artikel 6, Artikel 9a, Artikel 11 etc. und pp. Also mit dem Datenschutz. Der totale Datenschutz, der total übertrieben dargeboten, wo jetzt jeder sich dran klammern kann, wo jeder Dölpel und keine Ahnung, wie sie sich nennen, Dummzeug machen können. So, Dummzeug, da sind wir beim Kernthema. Es ist schön, wenn man in einer Firma hineingeht und sagt, ich bin von deiner Arbeit überzeugt, könntest du mir helfen? Hört sich toll an. In einer Firma. Ich will mich selbstständig machen, könntest du mir helfen dabei? Hört man sich an, warum nicht? Aber was ich sehr interessant finde ist, wenn man dann als Fachfirma mit seinen Werken, mit seinen Arbeiten und mit seinen Maschinen alles macht und dann perfekt macht, sonst würde man ja nicht angesprochen werden. Ja, man ist ja von den Videos bzw. von den Werken, Fotos etc. berührt. Ja, man findet das ja in Ordnung. Deswegen geht man ja in eine Firma rein. Und wenn man damit mit diesem Angebot der Firma zufrieden ist, dann nimmt man das Angebot. Aber dieses Angebot muss leider auch bezahlbar sein. Gestern eine wahnsinnig tolle Anfrage bekommen. Ich will mich selbstständig machen. Hier so was super Tolles, dann super, ach, keine Ahnung, wiederhole ich jetzt aus Sicherheitsgründen nicht. Aber ein sogenanntes 3-Minuten-Video sollte dann da richtig so gezaubert werden. 3 Minuten totaler Inhalt mit allen Special Effects, die man dann nur machen kann. Computer, Kamera, Ton, Licht und die Person hinter der Kamera, die Person am Schneidegerät, sollen alle umsonst arbeiten. Alle umsonst arbeiten, damit der Antragsteller sich selbstständig machen kann. Ich finde das toll. Grüße, hallo, nochmal ran. Ja, okay, alles klar. So, persönlich bin ich niemandem böse, die mir da total bescheuerte E-Mails schreiben hier, wie die Lurchs, ne, Lurchs-Movie da, brauche ich nicht näher drauf eingehen, kann nichts Gutes gewesen sein, war auch nicht, aber egal. Also, wie gesagt, das Online ist nicht mehr das Online, was an sich gedacht, ich verstehe den Herrn Berners-Lee schon, Sir Tim, dass er da etwas grantig gestern, also so grantig war er nicht, aber er fand die richtigen Worte. Also am 12.03. wurde das World Wide Web 30 Jahre alt und es läuft nicht so, wie Sir Tim es sich gedacht hat. Läuft doch nicht. So, 1976, meiner eine analog-digital musste dann auch zwischendurch hart arbeiten, weil keiner wusste, was ist denn digital? Was ist das? Das ist analog-digital. Und zu der Zeit war die Technik anders. Die Analogie ist ja erst im Jahre 2017 durch Frau Merkel gestorben. Analogisches Fernsehen haben wir ja kaum noch. Auf dem analogischen Band läuft irgendwas anderes. Demnächst werden wir 5G haben, Funktechnik.
Das Problem an der Geschichte ist, dass Deutschland an der 75. elektronischen Stelle der Welt ist, hinter Afghanistan. Afghanistan ist noch besser in der gesamten Elektronik wie Deutschland überhaupt. Wie 1995 nach der CeBIT die Idee aufgekommen war, mit dem World Wide Web was zu machen, ja? Webseiten zu machen und so weiter. Es sollte ja an sich nur berufsbedingt das Web genutzt werden, aber es lief nicht an. Jeder ist klar, wenn eine Firma in etwas hinein investiert und kommt nichts raus, gehen Firmen pleite. Das geht nun mal nicht. Also haben die Firmen einen Rückzug gemacht, auch AOL hat einen Rückzug gemacht und daraus wurde dieses Social Media. YouTube war in Belgien, wurde aufgekauft, weil Google plötzlich kam. Zuerst war es Firefox. Firefox, der Student, fand das auch und hatte auch diese soziale Idee. Also ab 1960 fing das so langsam an. Also 1960 fing das alles so langsam an, solche Ideen da zu schmieden. In den 70er Jahren kam das mit den Konsolen auf. Da merkte man, da ist Zuspruch. Hallo, Grüße, einfach ran da. Okay. Ja. Wenn ich die Wahrheit sagen würde, die wirkliche Wahrheit, dann würde es richtig krachen und rumsen. Deswegen tue ich es nicht, weil ich es auch nicht darf, von meinem Berufsstatus her. Von meinem beruflichen Status her, der Daten, Analogie, digital, darf ich dazu nicht sagen. Ich darf höflich sagen, dass ich natürlich irritiert bin, wenn ein Auftrag reinrauscht, man soll da irgendeinen super tollen Film machen, so 3 Minuten soll er werden, so richtig specialig, weil sich jemand selbstständig machen möchte. Ich meine, ich finde es super, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, aber dem anderen Selbstständigen nichts gibt dafür. Toller Wettbewerb, oder? Ist das? Ist Wettbewerbsverdrängung, nenne ich soweit, aber egal. Also, Demokratie leben bedeutet ja, dass der Deutsche, besonders der Hartz IV, in Bewegung bleibt. Ja, er möge sich anziehen, er möge sich fertig machen und er möge zu irgendeiner Maßnahme gehen, bunte Blätter malen, weil er dann beschäftigt ist. Und durch diese Beschäftigung kommt er auf keine dummen Gedanken. Und er ist natürlich in Wirklichkeit stinksauer. Bis hier oben, glaubt mir. Ja, braucht er gar nicht stutzen, es ist so. Die Welt ist ein bisschen komisch geworden. Auf der einen Seite sind 50% der Weltbevölkerung nicht involviert mit dem Namen World Wide Web, Internet, online gehen, schauen, was die andere Welt so macht. So, 50% der Weltbevölkerung weiß gar nicht, was Datenschutz ist. Die haben überhaupt keinen Plan von der ganzen Sache, womit wir uns täglich beschäftigen. So sieht's aus. So, die anderen 50%, die jetzt total involviert sind in der elektronischen Hightech-Dynastie der Verrückten. Ja, ist man technisch verrückt, weil der Computer viel zu schnell geworden ist, wobei das Gehirn nicht mehr nachkommt. Ja, man hat zu viele Eindrücke, zu viel Quengeleien. Man soll obendrein noch online sich bestätigen, Arbeit suchen, vervielfältigen, recherchieren, machen und tun. Das Piepen hört ja dann gar nicht mehr auf. Das Piepen, da ist die Sicherheitsanlage, das ist ein anderes Piepen. Also das Piepen hört gar nicht mehr auf im Smartphone-Bereich oder sonst wie. Diese ganzen Spams, die weg müssen. Vor allen Dingen den Zwang, erstmal eine E-Mail zu öffnen. Den Zwang, den E-Mail erstmal gucken, ob da die Stromforderungen schon vorliegt oder die Telekom vorliegt, also euer irgendwas vorliegt. Aus Sicherheitsgründen sage ich das jetzt mal so. Ihr müsst also eine E-Mail haben und in dieser E-Mail, ach komm her, ihr müsst eine E-Mail haben und in dieser E-Mail muss dann alles abgehandelt werden, ja, und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe ja genügend E-Mail und ich höre mir auch den ganzen Quatsch an, so wie die Lurchs da, ne, die da den Lurch sehen wollten, weil sie unbedingt einen da so einen Schwachsinn schicken wollten. Ich finde es toll, solche E-Mails, auch Spam-E-Mails und ach komm, man muss das alles nicht wiederholen, was man da so erlebt. Also online erlebt man natürlich eine Online-Welt. In dieser Online-Welt sieht die Welt komplett anders aus. Wissen wir. Wisst ihr, wie ich noch in den 70er, 80er Jahren in diesem Cyberspace-Café in London unterwegs war, ja, nach dem Ganzen, also war schon in den 1995 unterwegs war, aber im Cyberspace Café am Piccadilly im Sega-Haus. Ja? Ist halt so. Das
Das war da. Aber egal. Schnitt. So, wie gesagt, hier in Deutschland gibt es sowas alles nicht. Hier in Deutschland, wie gesagt, 75, die 75. Stelle hinter Afghanistan in der Welt der Elektronik. Genial. In den 50, 60, 70er Jahren war die Elektronik noch ein bisschen besser hier drauf. Mittlerweile gehört IBM ja auch den Amerikanern. Ist halt so. Mittlerweile gehört fast alles den Amerikanern. Also Europa hinkt da schwer hinterher. Auf eine Art ist Europa ja nur so ein Leaser. Also er hat alles verkauft, ja, richtig Schotter gemacht und leiht sich alles wieder zurück. Ja? Demnächst werden hier unsere Bundesstraßen in Deutschland privatisiert. Wenn das passiert, hat der Staat richtig Geld bekommen von den Privaten, die hier die Autobahnen kaufen etc. und pp. Wenn ihr euch dann noch Autofahren leisten könnt, ist in Ordnung. Ne? Also ist ja richtig was los. Also jetzt auch mit den E-Autos. Die E-Autos ist ja auch wieder so ein. Ne? In irgendeinem Land arbeiten Kinder wie die Weltmeister, damit die demnächst hier Autos, also in E-Auto fahren können. Andere Kinder gehen auf die Straße, machen keinen Unterricht mit, demonstrieren für die Umwelt. Genial! Kennen das gar nicht, die wissen noch nicht mehr, was eine Kuh auf der Weide ist. Was ist denn das für ein Tier? Letztens ging einer mit dem Schwein hier spazieren, mit dem Schwein, ja. Da sagten die Kinder, ich musste sowas verschmunzeln, was ist das hier für ein hässlicher Hund? Ja, ja, mit dem Schwein, wohlgemerkt. Die gingen hier mit dem Schwein spazieren. Was ist das denn für ein hässlicher Hund? Sagten so kleine Kinder. So, mittlerweile sind wir da angekommen. The New Generation. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Evolutionsgruppe das sein soll. Ich hatte gestern auch so ein, wie alt war der? 4 Jahre oder was? Der hatte da sein Smartphone und hat dann da rumgedaddelt. 4 Jahre mit Smartphone. War genial. Die Eltern haben nur gesagt, jetzt mach mal aus. Ja, der Kleine spielte weiter, mach mal aus. Der Kleine spielte, soll ich jetzt stundenlang weitermachen? Denn es hat stundenlang gedauert. Der Kleine hat es nicht ausgemacht. Also wo will ich eigentlich heute hin? Heute will ich einfach dahin, dass das World Wide Web nicht das ist, was Sir Timothy Lee sich da ausgelacht hat. Das ist eben so. Zweitens, die sogenannte Demokratie leben, das ist auch so ein Schwachsinn. Der Politiker von heute sollte man wirklich mal nachfragen, was hat dieser Politiker überhaupt drauf? Was will er uns eigentlich sagen? Will er uns viel sagen, gar nichts gesagt zu haben, aber dafür sehr viel Geld bekommen zu haben? Ja, so ungefähr. Ist so. Politiker war schon immer. Ein Politiker ist immer eine Person, die ganz viel sagt, am Ende aber nichts gesagt hat. Hat sich wunderbar angehört, das Ganze, was so ein Politiker da so erzählt hat früher. Aber es gab ja auch Politiker, also wer mal richtig recherchiert, wie alles mal so war. 1948 die Wende, die Leute dann da so, ne, nach der Rezession. Und dann die Krupp'schen Sachen, die Krupp'schen Häuser, die Krupp'schen Konsum, natürlich mal Co-op und so weiter. Also der Mensch lebte. Der Mensch lebte, der Mensch kommunizierte, der Mensch war unterwegs. Die Hütten waren voll, die Kaufhäuser waren voll. 2019 ist alles leer. Da so ein Typ wie ich Zeit vor einer laufenden Kampagne, okay, so viel Zeit hat er nicht, sonst könnte er kann nicht in einem Fluss reden. Das kann er nur dann, wenn er im Studio sitzt und keine Kundenfrequenz und kein Kundenverkehr hier stattfindet. Aber jetzt, wo die Kunden hier so zwischendurch reinkommen, ich Lust habe, in der Zwischenzeit zu philosophieren, so einen Monolog auf den Weg zu bringen, darüber nachzusinnen, was Facebook mir den ganzen Tag da vorgaukelt, was das Internet mir so vorgaukelt. Wenn man dann reinhört oder reingehört hat, was für Tim Berners-Lee gestern im Kern gesagt hat, ja, ich meine, die zertrümmern da auch immer irgendwelche Teilchen, die aufeinandertreffen da in dem großen Reaktor da, was die da gebaut haben, in diesem Ring da. Wollen dann wissenschaftlich unterwegs sein, finde ich auch super toll, aber was Weltbewegendes haben sie bis heute nicht gefunden. Online hat mir also vieles gezeigt. So, eins ist mir aufgefallen, also Hartz IV sind die Beschäftigten der Behörden, um mit denen die Demokratie lebendig zu halten. Lerne gehorchen. Ja, lerne gehorchen als Hartz IV. Ne? Aufstehen, waschen, zu einer Diakonie gehen und dort Bilder malen. Ja. Weil Arbeit kriegst du nicht. Ist so. Das, ja, okay, du kannst vielleicht Künstler, das wäre toll. Es wäre toll, wenn es so SGB-Stations gäbe, wo man Künstler werden könnte, wo man vor laufender Kamera sowas machen, also als YouTuber, ne? Dann könnte man Hartz IV als YouTuber, das wäre auch eine tolle Grundidee. An alle Hartz IVer besorgt euch Videocams und versucht dann da irgendwas zu machen.
Ich drücke euch die Daumen, dass ihr Klicks bekommt. Ich drücke euch Daumen, dass ihr Follows bekommt. Ich drücke euch überhaupt Daumen, dass das überhaupt funktioniert, dass ihr überhaupt mal wieder Arbeit bekommt. Also Firmen, waschechte Firmen, richtige Firmen, die sind ärmer dran. Das geht nämlich ruckzuck. Dann sind die viel schlimmer dran wie Hartz IV. Und wenn man dann noch über 60 ist, weil mittlerweile darf man vom Hartz IV mit 63 aus Hartz IV raus in die, in die Rentenbarkeit, könnt ihr dann da und könnt Rentner anmelden. Ja, mit 63 schon, wenn ihr Hartz IV wollt. So, aber mit 300 Euro leben, alles bestreiten, wird ein bisschen wenig. Die Grundrente will man nicht uns geben, nein. Wir sollen die Demokratie leben, lerne gehorchen. Ja, so ungefähr. Also lerne Demokratie, indem du lernst zu gehorchen. Gehorche der Demokratie. Ja. Die Demokratie wird zur Diktatur. Ja, Artikel 1 bis, was weiß ich, 6 Terrorabwehr. 11 Linksteuer. 13 Ungeheuer. Das Schöne an der Geschichte 13 ist, noch einmal, so aus Spaß, oder ich mache hier so einen Quatsch hier. Das hier ist jetzt urheberrechtlich geschützt, das sind so Soldaten. So, das sind so Soldaten. Jetzt bastle ich die um. So, jetzt mache ich aus den Soldaten solche Soldaten. So, das war der Ursprung. Urheberrechtlich geschützte Soldaten. Die ich jetzt neu formatiere, anziehe, denen anderes gebe. Ist zwar eine Einheit hier, merke ich gerade. Müsste ich die, ja genau, nehme ich die hier. No, das sind die anderen. Ne? So, Soldaten sind Soldaten, aber die haben eine andere Bekleidung, also sind die auch schützenswert, wenn es Kunst ist. Also ich nenne das jetzt Kunst, ich knalle da irgendwo drauf und mache daraus Kunst. Also ich mache jetzt irgendeine Kunst. Ja genau, ich nehme jetzt hier den urheberrechtlich geschützten Becher von der Firma Star Wars / Disney. Mache jetzt aber, wie gesagt, andere Soldaten da drauf. Mach eine Persiflage daraus, ne? Krieg mich doch, du kriegst der Stern, ne? Ich hab dich so gern. So ungefähr so ein Slogan dabei und schon ist das aber mein Werk. Habt ihr ja gerade gehört, ich habe mir das hier gerade frisch ausgedacht, ne? Krieg, kommt noch nicht mehr drauf, krieg mich oder hab mich gern, ich krieg euch, So, also du denkst dir irgendeinen Schwachsinn aus, deklarierst diesen Schwachsinn wie Herr Beuys damals als Kunst. Und wenn du gute Mäzene hast, ist das Kunst und somit ist das schützenswert. Den Paragraph gibt es im Datenschutz. Ist so. Jegliches Werk, was entnommen, verändert, zu etwas anderem genommen und dann. Das allerbeste ist ja das LG. Ein L und ein G. Zusammengesetzt heißt das ja etwas. Und es gibt jetzt mittlerweile eine Firma, die dieses L und dieses G zusammengefügt eine Schwingung reingebracht haben, weil das ja Chinesisch oder Japanisch ist, dann müsst ihr blechen. Ihr dürft da nicht mehr ein L nehmen und ein G nehmen, die zusammenfügen und dann irgendwie, ihr wisst schon, aus Sicherheitsgründen sage ich das nicht. Aber ist halt so. Ja, ja, mittlerweile sind wir so. Schon die Farbe. Es gibt eine Farbe bei der Telekom, diese Farbe von der Telekom, wie die Farbe von der Firma Karstadt, dieses Blau und dieses Magenta da, dürft ihr nicht benutzen, ist urheberrechtlich geschützt worden. Toll, ne? Die Farbe. Wohlgemerkt die Farbe. Ja, wenn ihr aber jetzt, sagen wir, diese Farbe ein bisschen anders forciert, also ganz anders macht, nuanciert, also komplett anders aussieht, also im ersten Augenblick sieht es so aus, wie es aussieht, aber in Wirklichkeit sind ja andere Farbtöne mit drin, schon ist das wieder urheberrechtlich geschützt. Ja, ist urheberrechtlich geschützt, schon ist das anders. So, ihr müsst mal drüber nachdenken da. Auch Logo. Wenn ihr ein Logo nehmt, also ich nehme jetzt wieder ein Logo, ne, den Spess genannt man ja. So, und dieses Logo war ja total anders. Es war nicht dasselbe Logo. Es war nicht dasselbe Logo. Es war ein anderes Logo. Ein transparentes Logo. Ein geähneltes Logo. Das war ja auch verändert. Da war ja auch noch was anderes drin. Schon ist genau dieses Logo auch urheberrechtlich geschützt, wie das Originallogo, was an sich gar nicht genommen wurde, sondern es war ein anderes genommen worden, aber egal. Nur die Jugend von heute kann das ja nicht mehr differenzieren. Für die ist das, bah, Artikel 13, gefundenes Fressen, ja. So, und da hat dieser Rechtsanwalt, diese Rechtsanwaltskanzlei BWS, er hat recht, jeder Hinz und Kunz kann jetzt Behauptungen on world packen,
Ja, on world packe Behauptungen ohne Ende, ohne wirklich nachzuweisen, dass er wirklich es war. Er hat es ja nur behauptet. Aber da die Elektronik dann sofort greift, ist erstmal die Firma platt, die das da drauf hat. Die muss sich nämlich bewegen wie ein Weltmeister. Also der Irrsinn im Wahnsinn der sogenannten Demokratie ist die größte Diktatur, die jemals erfunden wurde. Nur merken tut es keiner. Will keiner merken. Nee, will keiner merken. Ihr wollt alle beschäftigt sein. Ja, ihr wollt alle beschäftigt sein, damit andere mit euch, jawohl, mit euch als Kunde, mit euch als menschliche Ware Geld machen kann. Also noch einmal. Das World Wide Web soll geändert werden in Solid. Solid ist dann eine Infrastruktur, die online, weltweit, die dann auch in einem sogenannten Webvertrag von allen Ländern, von allen Firmen und von allen Bürgern unterschrieben wird, dieser Vertrag, dass wirklich jeder gleichgestellt und jeder Bürger auf der ganzen Welt online gehen darf und dann auch so safe ist in seinem Datenschutz. Das Solid nimmt nämlich die Daten auf von jemandem und behält die dann auch. So, man gibt die dann also nur frei, wenn die freigegeben werden müssten. Es kann ja nicht sein, wenn ein 250.000 Euro teurer Mercedes mit seinem Schlüssel plötzlich dieser Schlüssel abhanden kommt und man wirklich alles von sich preisgeben muss, weltweit. Man muss sich, also man fährt ein Auto von 250.000 Euro wert, obwohl er gar nicht mehr wert ist, aber egal, sobald man fährt, ist der Wert nämlich zu Ende, aber egal. Also ihr fahrt ein Auto gekauft für 250.000 Euro Mercedes, der Schlüssel fällt hin, der Schlüssel ist weg, müsst ihr wirklich komplett alles, das der ganzen Welt, das muss der ganzen Welt, muss das gegeben werden. Eure Daten, damit ihr den neuen Schlüssel bekommt, damit ihr euer 250.000 Euro Auto fahren könnt. Na, oder die anderen Autos sind ja noch teurer. So funktioniert das momentan. Glaubt ihr wirklich, das ist lebenswert? Ja? Meint ihr wirklich, die Reichen finden das lustig? Wenn die werden da sicherlich einige Umgehungsmerkmale von Rechtsanwälten.